Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung. Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eingehen, wieder meine Frage, ob die Clubs in Unterbrechung wünschen. Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 469 der Beilagen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Auch das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Alois Stöger, Christian Hafenecker, Hermann Veratschnick und Dr. Johannes Markreiter, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Prüfung des Gesetzesvorschlages in 79a, Änderung des Führerscheingesetzes im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens. Ich bitte die Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen.